Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gostens Daily DAX heute am Freitag, dem 12. November 2021. Offiziell ist zwar noch nicht das Wochenende auf Xetra angebrochen. Nichtsdestotrotz nutze ich schon mal die Gunst der Stunde und werfe einen Blick auf die abgelaufene Börsenwoche und wie es natürlich weitergehen könnte. Auf Wochensicht muss man sagen, hat sich nicht wirklich sonderlich viel getan. Kleines Kursplus hat der DAX zwar bislang erzeugt, aber mit Hinblick auf den vorliegenden Tageschart, wenn wir hier ein wenig mal reinzoomen, sehen wir, dass die letzten Handelstage eine äußerst dünne Volatilität erstens herrscht und zweitens auch im Umfang her die Bewegungen wirklich überschaubar sind. Überschaubar ist allerdings auf der einen Seite auch das Potenzial, denn der Leitindex ist und bleibt natürlich auch deutlich überkauft. Und das könnte genau das Problem sein, warum einfach derzeit die Ausbruchsdynamik nicht so richtig aufkommt. Aber de facto ist der DAX oberhalb von ca. 16.030 Punkten vorerst positiv aufgestellt, aber die Distanz eben zu der Ausbruchsmarke ist recht gering, sodass, wenn hier einmal Störfaktoren aufkommen sollten, es auch wieder schnell unter diese Marke rutschen kann. Aber noch immer haben die Bullen hier diesen Vorsprung auf ihrer Seite. Dann noch der Blick auf die Puma-Aktie. Die Puma-Aktie hatte ja rückblickend eine wundervolle Kurskorrektur vollzogen, nämlich zurück auf die 200-Tage-Linie, von dort aus auf ein neues Rekordhoch, inzwischen massiv überkauft. Jetzt so langsam im Konsolidierungsmodus übergegangen, der sollte meines Erachtens auch noch ein Stückchen anhalten. Und das könnte eben dazu führen, dass Puma hier zurückfällt auf den querverlaufenden Abwärtstrend, sogenannter Pullback auf den Abwärtstrend, wäre hier eine Option, um auch in gleichem Atemzug den deutlich überkauften Marktstatus hier abzubauen. Also auch durchaus ein möglich interessantes Setup für die kommenden Handelswochen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dieser, ja in Summe, recht trägen DAX-Handelswoche. Hoffen wir also darauf, dass es in der nächsten Woche etwas mehr Bewegung gibt. Ich rechne schon damit, es ist eher ungewöhnlich, dass wir ja so träge eigentlich in einer Handelswoche dann doch in diesem Zeitfenster nun uns bewegt haben. Aber kommende Woche dürfte gewiss wieder etwas mehr Bewegung auftreten. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und bis kommenden Montag.